Aber guck mal im Chat, wie viele Leute unterschiedliche Probleme haben, die sie dann durch unterschiedliche Trainings behoben haben. Ich bin ein armer Hund. Gleichgewichtstraining. Von meiner eigenen Familie in Armut gestürzt. Wer? Ja, mein eigen Fleisch und Blut hat mich in diese schreckliche Lage gebracht. Meine eigene Familie. Wie können sie nur so verblendet sein? So von Trugbildern verwirrt. Wehe ihnen, wehe. Willst du mir vielleicht mal sagen, was los ist? Mein Papa, mein guter Papa, hat vor einem Monat dieses Tal der Tränen verlassen. Und seine Geschwister, meine verhassten Tanten und Onkel, ich spucke auf sie, sind vor Kummer wahnsinnig geworden. Sie sind auf düsteren Pfaden gewandelt und haben einen Infizierten gefunden, der die Macht hat, Tote zu erwecken. Seitdem geben sie der Kreatur Wertsachen und beschwören sie, meinen lieben, verstorbenen Papa zurückzubringen. Und was hat das mit deiner Armut zu tun? Sie haben alle Wertsachen von Papa als Opfergaben verwendet. Als ich versuchte, sie aufzuhalten, warfen sie mich aus dem Haus. Ich habe gar nichts mehr. Nur die Erinnerung an Papa und ein klaffendes Loch im Herzen. Ich würde ja selbst zum Altar gehen und seine Habseligkeiten zurückholen. Aber ich bin ein gebrechlicher Mann. Aber du scheinst mir ein kräftiger Kerl zu sein. Vielleicht würdest du da hingehen und seine Schätze für mich zurückholen? Ach ja, Saruland war vorhin gar nicht hier. Kann ich es versuchen? Ah, ein Löwenherz. Ich werde dich hundertfach belohnen. Sie bringen die Opfergaben nachts da. Du musst also im Schutz der Nacht hingehen. Du findest seine Habseligkeiten in Weidenholzkisten. Du kannst hier warten, bis die Sonne vom Himmel hinabsteigt. Das werden wir auch tun. Ich warte auf dich in meiner Hütte am Lower Dam Air, in der Garnison. Der Eingang liegt nahe dem alten Hotel, am Kanal. Leb wohl. Leb wohl. Ich habe heute ja Geschenke bekommen. Baratur und Blackhand haben mir Sachen geschickt. Wie eine Waschmaschine, wo ich gerade schon Taschentücher reingepackt habe. Und ein Penissaurier. Hallo, ich möchte in deinen Mund. Kokosaurus. Alles aus dem 3D-Drucker. Also ich finde das schon, es sind schon kreative Geschenke. Und es unterscheidet sich nicht von meinen normalen Freunden, weil da werden mir auch so Sachen wie das Penisbuch geschenkt und so. Oder, nee, Moment, was hat Barato mir letztes Jahr geschenkt? Barato hat mir letztes Jahr das Kakasutra geschenkt. 21 unterschiedliche Arten, wie man auf dem Klo kacken kann. Oh, da kann man sich nicht festhalten. Die Krone wird mir auch von denen zugeschickt. Aber die ist leider ein bisschen zu klein zum Tragen. Es ist halt eher so ein Gimmick-Ding. Tebain. Stimmt was nicht? Nein, nichts. Spreche mit mir selbst. Das ist alles. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Aber okay. Es ist nur... Man kann nichts machen. Es gibt zu viele von ihnen. Zu viele wovon? Abtrünnige. Heruntergekommen. Vor 6 Monaten haben sie meinen Sohn Rook entführt. Und sie haben mich gezwungen, Drogen für sie herzustellen. Ich war vor der Epidemie Chemielehrer in der Schule. Hab einen von ihnen nicht versetzt. Aber was ist mit deinem Sohn? Sie halten ihn als Geisel. Wenn die nächste Drogenlieferung zu spät kommt. Töten Sie ihn. Vielleicht brauchen diese Banditen eine Lektion.
aber das ist eine ganze Bande. Ich war schon in auswegloseren Situationen und Entführung lehne ich ab. Hilfst du mir? Na, ich versuch's. Wo halten Sie Rogue gefangen? In einem Militärgebäude, das den Kanal südlich des Sumpfgebietes überblickt. In der Nähe von Culvert Island. Der Eingang ist am St. Paul Boulevard, hinter dem Abschleppunternehmen. Aber pass auf, ich war einmal selbst dort und hab versucht, meinen Jungen zu befreien. Sie haben mich geschnappt und mir später einen von Rooks Fingern gebracht. Solange diese Bastarde noch leben, werden sie uns nie in Ruhe lassen. Ich pass schon auf. Ich folge dir und warte draußen, bis du rauskommst. Wie ist dein Name? Aiden. Danke, Aiden. Gibt doch jetzt einen Film mit einem Bär auf Drogen. Das ist ein Teddybär. Und der ist schon ein bisschen älter. So, ich glaube, jetzt habe ich erstmal alle Quests angenommen, die in der Umgebung waren. Finden Sie den Sohn des Chemikers. Was machen Sie da drin mit meinem Sohn? Natürlich, wahrscheinlich dazu. Er soll wahrscheinlich Drogen herstellen für die. Genau, Ted. Es gibt auch Ted 1 und Ted 2, aber das fand ich schon... Ich weiß nicht. War okay. Aber das ist halt eine Wandlung des Humors. Schlägt hier Alarm von euch. Bill und Ted muss ich übrigens noch gucken. Es gibt ja einen dritten Teil von Bill und Ted. Ich glaube von 2021. Der natürlich nicht so gut abgeschnitten hat wie die früheren Teile. Auch wenn es die Originalbesetzung ist. Es ist natürlich nur für Fans der ersten beiden Teile. Aber Bill und Ted war schon geil. Wir müssen mit dem Tod spielen. Leute, ich höre was. Vance wird etwas anderes. Willst du sterben oder warum ist dein... Jo, ich bin einem nackten Indianer durch den Wald gefolgt. Durch die Wüste gefolgt. Er sagt mir, wir sollen ein eigenes Event machen. Ich habe wirklich wieder viele Sachen zum Verkaufen.
ich muss ja mal kurz was beantworten. Ich versuche ewig Dogma den Film zu finden. Kein Streamdienst hat den. Ich glaube Dogma musst du wirklich auf... ich glaube Dogma habe ich sogar nur auf DVD. Oder du suchst einfach den hiesigen Religionslehrer. Der hat den glaube ich 5-mal bei sich zu Hause rumliegen. Das ist ja auch so ein typischer Film, den man im Religionsunterricht geguckt hat früher. Ich habe früher, als ich meine Ausbildung angefangen habe, habe ich jeden Monat auf Amazon so 10, 20 DVDs und später Blu-Rays gekauft. Weil die hatten immer solche Aktionen, 5 für 3 und sonst irgendwas, und dadurch habe ich Unmengen an DVDs gekauft gehabt. Ich habe auch viele verschenkt später, weil ich dafür keinen Platz mehr hatte. Geht es dir gut? Ich bin... Du weißt schon... Sie haben dir diese Scheiße gespritzt. Wer bist du? Aiden, dein Vater hat mich geschickt. Vater? Papa. Du bist außer Gefahr. Ich bringe dich zu ihm. Nein. Was? Ich brauch dich nicht, Papa. Oder irgendjemanden sonst. Mir geht's gut hier. Gib mir eine Nadel. Hey, warte. Du hast all deine Finger. Diese Banditen haben dir keinen abgeschnitten. Es war also alles vorgetäuscht? Lass mich in Ruhe. Es gab keine Entführung, oder? Du hast deinen Vater reingelegt, damit er euch kostenlos Drogen herstellt. Raus hier! Wie konntest du deinem Vater das antun? Ich wollte das nicht, okay? Das ist stärker als ich. Und jetzt, was willst du? Willst du lieber so hierbleiben, als bei deinem Vater zu sein? Rook! Sohn, mein Junge, endlich hab ich dich zurück. Was ist los, Junge? Geht es dir gut? Es gab nie eine Entführung. Was? Es war alles nur Show, einschließlich dieses abgetrennten Fingers. Aber wie ist das möglich? Rook, sag, dass das nicht wahr ist. Ich habe versucht aufzuhören. Ich hab's versucht. Ich wollte das Zeug nicht mehr nehmen. Aber ich habe angefangen, es zu nehmen mit ihnen. Und als ich dich erwähnt habe, haben sie gemerkt, dass du früher ihr Lehrer warst. Und Chemiker. Himmel. Rook. Ich wollte aufhören, es beenden, aber sie ließen mich nicht. Es tut mir leid. Komm mit mir zurück nach Hause. Wir reden dort. Wirklich? Nach allem, was ich getan habe? Du wirst immer mein Sohn sein. Danke. Oh nein, das ist wieder so eine Retro-Geschichte. Also nicht jetzt hier im Spiel, aber im Chat. Und Jay und Silent Bob sind doch total super. Silent Bob ist aber nur noch produzierend, ne? Er taucht manchmal bei, mir fällt sein richtiger Name nicht ein, von Silent Bob. Bei The Big Bang Series hat er manchmal mit Will Wheaton. Taucht er ja auf. Beziehungsweise einmal taucht er wirklich auf und ich glaube einmal im Telefonat. Matt Damon. Wie bin ich denn hier reingekommen? Die Markierung ist nur der Ausgang, wo ich wieder hin muss.
Ja. So, da ist die Quest undercover. Dafür brauchen wir den Enterhaken da hinten. Da ist das, was wir für den, die Wertsachen, die wir zurückholen sollen, für den Typen, der meinte, dass die Opfergaben dem Wesen geben. Ju, du wirst mich lieben. Das ist die Stalker-Serie. Ach, Kevin Spacey. Dankeschön, Sarulon. Es ging jetzt darum noch, wer Silent Bob ist. Nee, nicht Kevin Spacey. Da ist jemand anders. Kevin Smith. Also You, die Serie, die kurz im Chat erwähnt wurde, ist eine Geschichte eigentlich über einen Stalker bei einer Frau, wo sie aber durchgehend versuchen, den als gut darzustellen. Dass er alles, was er eigentlich tut, ja was Gutes ist für das Mädel und ohne diesen Stalker, dass der viel mehr Scheiße passieren würde. Und das mag ich an dem Drehbuch von You nicht, weil es einfach so intensiv ist. Also, beziehungsweise es ist so leicht zu durchschauen, was eigentlich die Redakteure, beziehungsweise die Storywriter mit dem insgesamt bezwecken wollen. Die wollen den Menschen ein gewisses Dilemma ziehen, also den Zuschauer, dass er Sympathie hat für einen Stalker, der eigentlich ja nur Böses tut. Was halt nicht in Ordnung ist, was er macht, durchgehend. Und es bleibt auch weiterhin nicht in Ordnung. Und dadurch wollen sie eine Kontroverse lostreten. Aber es ist eine Geschmackssache. Also ich fand, die erste Staffel war okay, kann man sich angucken. Und ja, bei Dexter ist es dasselbe. Aber Dexter habe ich auch nicht lange geguckt. Muss ich in der Nacht wiederkommen. Upsala. Ich will doch nur zu meinem Bett. Und vielleicht mal zu einem Händler. 6500 Münzen. Aber wirklich. Woher hast du das? Fantastisch. Habe ich gefunden. Genau das brauchte ich. Bist du zufrieden? Schlechter als Lila will ich aber nicht gehen.
Andere Läden halten ich hab mir schon wieder was eingefangen. Sehr nichts wert. Es wird einfach nicht besser. Verdammt. Ich würde dir helfen, habe aber keine Ahnung. Danke. Ist alles okay? Du wirkst leicht zerstreut. Die Serie mit dem Mädel, was sich umgebracht hat. Ich weiß, welches du meinst. Das geht um Suizid und ich fand die sehr traurig. Ich habe am Ende Rotz und Wasser geheult. Verdammt. Aber es ist natürlich auch eine Sache, danke. Manche sind da empathischer als andere. Und ja, sie gibt vielen anderen die Schuld, weil ihr ist halt schon scheiße passiert. Ich weiß aber jetzt auch nicht mehr, wie sie heißt. Tagebuch? Nee. Will mir der Chat eher wissen. Ich habe die zweite Staffel aber nicht geguckt. Ich hätte einen besseren Bogen. Beim Händler gerade keinen Bogen.
Ich mach doch hier alles jetzt nach und nach. Sei doch einfach entspannt, Dragon. Lass mich doch einfach spielen, wie ich mag. Ich erfülle Aufträge. Ich nehme das eine oder andere mit. Verbessere den Charakter. Step by step. Danke, Kello, für Stufe 2 Sub. Vielen Dank. Ausdauer. Da lebt noch einer. Also irgendwo hier muss es noch eine Opfergabe geben. Aber wo? Ah, da ist so eine Truhe. Okay, ich hab alles. Ja, überall sind Heuler, ich weiß. Du hättest fast meinen Bruder auf dem Gewissen gehabt. Ich wollte nicht, dass er verletzt wird. Wurde er aber. Wegen dir. Hör auf, andere für deine gefährlichen Aufträge einzuspannen.
Wenn ich erfahre, dass du auch nur versuchst, den Scheiß mit jemand anderem abzuziehen, dann bist du dran. Hey! Wer bist du? Noch so ein Laufbursche von diesem Trottel? Egal. Scheiß drauf. Ich verpiss mich. Was ist hier los? Wovon spricht er? Also, vor dem Niedergang da war ich Schauspieler. Und noch nicht mal ein guter. Meiner Bühne beraubt, übte ich meine Kunst auf der Straße aus und wurde zum Betrüger. Aber auch darin war ich nicht wirklich gut. Ich bin immer noch ziemlich arm. Alles, was du über deinen Vater gesagt hast, über deine Familie? Na, war eine Lüge. Ich musste dich überzeugen, mir diese Wertsachen zu beschaffen. Die Legende über die Bestie gibt es wirklich. So wie die Banditen, die sie erfunden haben, um Leute dazu zu überlisten, ihre Wertsachen einfach herzugeben. Die kommen später und holen sie ab. Ich bin nicht selbst hingegangen, wollte nicht riskieren, dass die mich fangen. Also musste ich jemand anderen dazu bringen. Ich bin ein gieriger, fauler Bastard. Was willst du von mir? Na, zumindest bist du in dem Punkt ehrlich. Naja, manchmal versuche ich das. Wie jetzt zum Beispiel. Du hast die Zerreißprobe überstanden. Die Beute kannst du behalten, als Entschädigung sozusagen. Für mich fällt jetzt der Vorhang. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeile und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden? Sterben, schlafen, nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herzweh endet. Tod. Und? Gut? Ja, also, wenn du einen richtigen Job hättest, würde ich sagen, bleib lieber dabei. Sehr schön. Ah, ich muss noch einen auf Gesundheit machen, damit ich die restlichen Fähigkeiten freischalten kann. 240 Gesundheit ist da die Grenze. Bei Ausdauer ist jetzt 260. Ja, 260 brauche ich für die letzte Fähigkeit. So, was können wir mal machen? Ich könnte mal zur U-Bahn-Schnellreise machen und gucken, ob ich nicht da im Laden vielleicht einen Bogen finde. Hier hoch. Die gewinnen gerade alle Herausforderungen. Ganz normale Leute. Zumindest war der Wein lecker. Also ich finde, es ist alles gut gelaufen. Stimmt. Die PKs sagen, sie kümmern sich. Diesmal wird alles besser. Die PKs wissen doch selbst nicht einmal, was los ist. Das weiß ich. Ich bin irritiert. Danke. Echt nett von dir. Warte mal. Zeig mal etwas Respekt. Der Mann hat viel Gutes getan. Vielleicht. Na, da, Artefaktbogen, 18.000. Lass mich dir das abnehmen. Kann ich mir gerade noch so leisten, ey, ich werd bekloppt. Süßer, das wird dir gefallen.
Mach doch einfach 189 mehr Schaden als mein jetziger Bogen. Endlich kann ich Heule ausschalten mit einem Schuss. Sieh dir meine Auswahl. Was darf sein? Woher wusstest du, dass ich danach suche? Tja, also, warum nicht? Puh, hatte gerade die letzten verkauft. Und ich dachte schon, die würden mir ausgehen. Du hast denn die Reihenfolge verändert? Ja, mein Fünfer genau kann ich verkaufen. Das hab ich gesucht. Du kannst mich jederzeit. Mit Spuren von THV infiziert, beschleunigt den Infektionsablauf, verwandelt Menschen in Befallene. Wie weit bist du mit der Hauptquest gerade? So weit wie ich bin. Wir lassen uns sehr ablenken von allen Sachen in der Umgebung. Du wirst ein lebenslanger Kunde. Du kennst dich jedenfalls aus. Brauchst du sicher nichts mehr? Kann ich nur empfehlen. So, ich bin armer Schlucker. Nicht optimal. Obwohl, irgendwie der Questgeber ist verschwunden. Ich hörte von Rose Rückzug von der Insel. Noch dein Tag, Abigail. Ach, hör doch auf. Ich hab mir schon wieder was eingefangen. Ich hab mir schon wieder was eingefangen. Klamügewirren, Syphilis.